Bei mir der Chef, seit 6 Jahren der Chef von Swisscom, sein Name ist Carsten Schlotter. Was war eigentlich die größte Niederlage Ihres Lebens, Herr Schlotter? Sehen Sie, ich habe drei kleine Kinder und ich lebe getrennt, sehe die Kinder alle 2 Wochen. Mhm. Und das vermittelt mir immer wieder Schuldgefühle. Mhm. Ich habe das Gefühl, hier habe ich etwas gemacht, was nicht richtig ist. Ja. Haben Sie das analysiert, was es genau war? Wissen Sie, man kann da viele Gründe ins Spiel rufen. Am Ende des Tages ist es sicherlich eine Portion Egoismus. Aber jetzt, es hat nur einen Vorteil. Wenn ich jetzt mit den Kindern zusammen bin, versuche ich ihnen wirklich die Zeit vollumfänglich zu widmen. Aber es ist eben zu wenig, alle 2 Wochen. Sie reden offen darüber. Ich habe das schon mal erlebt an einem Meeting der Swisscom. Das ist außergewöhnlich, weil viele versuchen das dann, wenn sowas passiert, runterzuspielen. Aber man merkt auch die Emotionen jetzt, gerade wenn Sie darüber reden, die ist voll spürbar. Das ist natürlich etwas, was in einen geht. Denn von einem Tag auf den anderen hat man zunächst die Kinder jeden Tag, erlebt sie und so weiter. Und auf einmal nur noch alle 2 Wochen. Und das geht in einen. Aber ich sag mal, das, was man persönlich als Schmerz empfindet, muss man ja wegstecken, denn man ist selbst dafür verantwortlich. Ja. Es ist insbesondere die Frage, geht den Kindern etwas ab oder sind die unglücklich? Und das kann man natürlich erst vielleicht in 10 Jahren, in 15 Jahren. Jetzt vergleichen diese beiden Niederlagen, die Sie in den letzten Jahren erlitten haben, die private mit der Scheidung, Trennung von den Kindern und Fastweb, wie würden Sie sie in Verbindung setzen? Die familiäre Niederlage, das ist eine definitive. Das ist eine definitive, das kann ich nicht reparieren. Ist das so? Vielleicht gibt es ja Comeback. Eben wie bei Fastweb. Bei Fastweb ist eben nichts in den Stein gemeißelt. Okay. Dort haben wir Baustellen, dort haben wir Hausaufgaben. Aber wenn wir es richtig machen, werden wir in 2 Jahren deutlich besser dastehen. Und bei der privaten Beziehung, glauben Sie, ist das nicht möglich? Ehrlich gesagt, nein.